Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir fahren heute mit dem, ich will hoffen, dass ich jetzt richtig ausspreche, VDL Berghofen Ambassador 200 Beta 2.0. Ist im OMSI Forum erhältlich. Und das Ganze fahren wir auf der Karte Waldhofen, die ist meines Wissens nach zurzeit nicht mehr im OMSI Forum gibt. Wir fahren auf der Linie 590 von Albringhausen Bahnhof nach Waldhofen Bahnhof. Ist ein Kurzläufer. Ja. Und ja, haben wir ein bisschen. Das heißt, Motor schon mal starten. Gang rein, Feststellbremse auch schon mal lösen. So. Wie viel Grad haben wir es? 22 Grad. Okay, ich habe schon mal Fenster aufgemacht. Ich wusste jetzt noch nicht, wie warm es ist im Bus. Da habe ich mich nicht nachgeguckt, da ich mit den realen Wetterdaten fahre. Ja, Aufnahme läuft, das ist auch schon mal gut. Das funktioniert auch gut. Den Bus gibt es da in zwei Versionen. Einmal mit einer vorderen Einzel-Innenschwenktür und einmal mit vorne einer, zwei doppelten halben Innenschwenktüren. Das ist dieselbe Türbreite, nur jeweils rechts und links ein Türflügel. Wenn ich mich nicht... Ah, haben noch ein bisschen. Gut. Ja, den Bus kenne ich auch hier so etwa in etwa aus der Realität. Fahren bei uns hier auch ein paar Stück rum. Da haben die hinten haben wir auch Außenschiebetüren. Die haben die bei uns hier auch in der Realität. Nur vorne haben sie dann auch eine einzelne Außenschiebetür. Wusste ich doch, wir sind leicht verspätet. Und dann wollen wir mal. Ich will hoffen, der Bus ist nicht zu laut. Falsche Seite vom Blinker. Die ist die richtige. So. Nächste Haltestelle am Knepper. Hier die ersten zwei Haltestellen dürften aus meinem ersten OMSI-Video bekannt sein. Denn hier fährt auch die 595, ich meine ja, vom Schloss Saltamer nach, ja, hier ist nochmal die zweite Haltestelle, Padbergschleife. So. Und da können wir ja jetzt gleich mal gucken, ob ich es richtig in Erinnerung habe. Hallo. Guten Tag. Ja, die 595. Ja, oh. Falscher Knopf. So. Dann wollen wir mal die Biegtiere nicht ab an der Kreuzung. Wir müssen hier geradeaus weiter. Nächste Haltestelle, Forsthaus. Nur in der Realität haben die bei uns hier in der Region doch ein anderes Dashboard und ein etwas anderes Kassensystem. Genauso wie eine Innenanzeige, die dieser Bus hier nicht hat. Ja. Also er sieht doch schon etwas anders aus, ist aber doch ein auch in der Realität ein schöner Bus. Mal schauen, was aus dem wird, wenn er aus der Beta raus ist. So. Diese Folge sollte, wenn ich richtig in Erinnerung habe, Samstag rauskommen. Und da werde ich auch schon gemerkt haben, Transport Fever habe ich hinbekommen, jetzt doch ruckelfrei aufzunehmen. Ich hatte ja in der letzten OMSI-Folge
gesagt, ich muss mich da nochmal ransetzen und gucken, wie ich es hinbekomme. Ich habe es dann jetzt schlussendlich hinbekommen, sodass ich auch Transport Fever, so wie ich wollte, auch auf dem Kanal zeigen kann. So. Da kommen Sie mal rein. Und weiter geht's. Ja, sobald die Tür zu ist. Wobei ich es gerade doch extrem laut finde. Machen wir mal das vordere Fahrerfenster zu. So. Dem Schwarzen ist auch frei, dass wir eben schneller rauskommen. Und geradeaus weiter nach Waldhofen. Das hätte beinahe gekracht. Gott sei Dank hat er gute Bremsen, der Bus. So. Kommen Sie rein, junge Dame. Weiß, die Türen müssen erst zu sein, sonst kann man mit dem Bus nicht losfahren. Nächste Haltestelle, Bellenbusch. Es ist eine Beta, er hat auch noch ein paar Fehler. Oder Kleinigkeiten, die fehlen. Die mir auch aufgefallen sind. Aber so zum Fahren ist er eigentlich schon in Ordnung. Ja, Omsi. Da hast du dich nochmal gefangen, gut. Ja, manchmal hat Omsi so das ein oder andere Leck. So. Hier dann einmal runter. Und einmal an den Bordstein ran. Übrigens, hier das Teil ist der Haltewunsch. Nein, ich guck dich ja pünktlich gut. Dann wollen wir mal weiter. Nächste Haltestelle auf der Hart. Boah, was ist das? Leute, ich bremse nur. Und da haben wir den ersten Haltewunsch heute. Wir fahren übrigens um 9 Uhr rum. Also der Berufsverkehr sollte eigentlich so schon ein Teil vorbei sein. Zumindest die Schülerinnen oder Schüler sollten schon in der Schule sein. Und einmal anhalten. So, hier hinten haben wir eine Außenschiebetür, wie man sieht. Einmal nochmal bitte. Ja. Ja. Und bei dem Bus müssen wir zurzeit abstempeln. Und 2,40 zurück. Dann wollen wir mal weiter. Ja, die Tür war noch nicht ganz zu. Ist die hintere Tür noch offen? Jo.
habe ich vergessen zuzumachen, okay. Kann mal vorkommen. Nächste Haltestelle, Hagener Straße. Und einmal die Spur wechseln. So. Und einmal rein, Manni. Guten Tag. Guten Tag. So, und einmal direkt rechts rein. Nächste Haltestelle, Obere Kirchfeldstraße. So. Wir fahren, wie gesagt, jetzt einen Kurzläufer der Linie 590. Nur bis Waldhofen Bahnhof. So, und regulär fährt die Linie bis Weißenbruch. Der Kurzläufer ist am Bahnhof mit... Da war die Tür noch nicht ganz zu. Ist am Bahnhof mit der 593 gekoppelt. Und fährt die dann immer mit dem Wechsel. Der Wechsel findet dann immer am Waldhofener Bahnhof statt. Ja. Weil die 93 fährt vom Waldhofen Bahnhof bis... Mühlener Forst oder so ähnlich heißt die Haltestelle. Wenn ich mich jetzt nicht irre. So. Geht keiner mit und keiner raus. Aber wir im Busfahrstreifen dann. Und etwas Verspätung. Dann wollen wir mal aufs Gas drehen. Und da will auch schon wieder mehr raus. Am Bahnhofsplatz. So, jetzt muss ich aber doch mal... Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Da hat das... Nächste Haltestelle, Wiesenstraße. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhofsplatz. So, jetzt stimmt's wieder. Da hatte irgendwie das Ibis nicht mit umgeschaltet. Mal weitergeschaltet, vielmehr. Dann einmal links blinken, damit uns keiner reinfährt. Und dann rechts blinken. Wir haben grün, dann können wir warten. Nächste Haltestelle am Stadtring. So. So, dann geht's mal weiter. Vollgas dem Berg hoch. Ich habe auch keine Bremse drin, ne? Nee, habe ich nicht. Okay. Und da müssen wir halten. Da ist ein Bus der Ringlinien. Ja. Hier links rein ist übrigens der Bahnhof. Nur da die Innenstadt, oder vielmehr so eine, ja wirklich ein Ring, ein Einbahnstraßenring ist, müssen wir, um zur Haltestelle zu kommen, einmal im Kreis fahren.
geht ungefähr 20 Minuten. Es wird also ein Part werden. Schaltet das lieber selbst weiter. Wir müssen jetzt hier aber mal die Spur wechseln, weil wir da vorne abbiegen müssen. Sieht nicht so danach aus. Nächste Haltestelle, Fuldaer Straße. Dass das Ibis weiterschaltet, meine ich. So, und jetzt direkt einmal. Die Haltestelle ist wirklich blöd gelegen. Rechts rein. Oh, ja, da habe ich einen Bordschein mitgenommen. Das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Ist der Fahrplan hängen geblieben? Nee. Ach, wir sind sogar zu früh, sehe ich gerade. Wir haben sie nicht mehr weit. Machen wir hinten auch mal zu. Blinken einmal links. Und fahren weiter. Müssen wir wenigstens nicht so rasen. Nächste Haltestelle, neues Rathaus. So. Ich weiß, das ist eigentlich eine Abbiegerspur, nur da vorne ist ein kleines Stück pro Spur. Als Bus dürfen wir geradeaus weiterfahren. Und dann halten wir mal an. Wir machen den Fahrgastwechsel mal eben schnell. Guten Tag. Eine Kurzstrecke. Ja, kriegen Sie. Oh Gott. Kurzstrecke. Abstempeln. Und einmal so geht's zurück. Ich bin jetzt ehrlich, ich hatte jetzt wirklich keine Lust, ihm mir das Gemecker anhören zu müssen, wenn ich ihm lauter 2 Euro Stücke zurückgebe. Na, passt noch. Nächste Haltestelle, Waldhofen Arkaden. Der lässt uns rein, das ist gut. Oh ja, jetzt gleich wird es wieder lustig rauszukommen. Einmal zur Haltestelle ran. Und wir haben auch schon direkt fast Abfahrt. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Ja, kriegen sie. 1,60, 2, 4, 8, 10. So. Musste ich kurz überlegen. Schon mal die Tür zu vorne, schon mal zu. Und weiter geht's. Jetzt wird's lustig. Aber ihr Spiel ist gut eingestellt. Da ist. Ah, der rast uns. Sonny. Der uns tatsächlich reingelassen. Das macht er auch. Das ist schön. Und dann einmal anhalten. So. Wow, tatsächlich ohne Unfall raus. Und etwas zu früh. Hat's denn? Nein, bis jetzt hat's noch nicht weiter geschaltet. Lassen wir uns mal überraschen. Wir werden jetzt wahrscheinlich eben maximal über die nächste Ampelschaltung jetzt rüberkommen. Je nachdem, wie viel da jetzt noch abbiegen wollen. Von denen, die vor uns sind. Und da hatte ich mal einen Blinker aus Versehen. Auch gut, wenn man da aus Versehen im Kopf rankommt. Kann aber ja mal vorkommen.
jetzt alle geradeaus fahren, müssten eigentlich auch rüberkommen. Höchstens einer von denen wir jetzt abbiegen und bremst nur plötzlich ab. Nee, dann ist es gut. Nächste Haltestelle, Kaiserwall. Morgen. Eine Fahrkarte bitte. Kriegen Sie. So. Und weiter geht's. Dann ziehen nächste wir mal Haltestelle vorbei. Herderstraße. Auch wenn wir da hinten links abbiegen müssen. Denn beide Spuren kann man von beiden Spuren. Von beiden Spuren kann man links abbiegen. So. Was ist heute nur los mit mir? Dann einmal den Blinker setzen, die Ampel immer noch mit. Und direkt wieder den rechten Blinker setzen. Und an die Haltestelle rein. Und die Fahrgäste auslassen. Hier kommt sie vorbei. Und weiter geht's. So, wenn... Nächste Haltestelle, Clemensweg. Danach müsste regulär der Bahnhof kommen. Wenn ich mich nicht täusche. Und da vorne ist auch schon der Bahnhof. Wenn Omsi ihn nachlädt. Draußen, das ist gut. Nächste Haltestelle, Waldhofen Bahnhof. Können wir an ihm vorbeiziehen? Ja. Stelle ich mich mal hier so hin. So, jetzt müsste da ist auch. Das ist gut, waren überall in Ordnung und pünktlich soweit. Okay, so. Dann sage ich mal jetzt Tschüss. Das war's dann für heute. Für euch jedenfalls. Ja, morgen geht's ja weiter auf der Linie 539 zum Niederforst. Hier vom Waldhof an der Bahnhof. Mit dem selben Bus nehme ich mich jetzt direkt mal am Schluss schon auf. Gut, dann bis morgen. Tschüss, schönen Samstag noch. Bis denn. Ach ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Kommentar oder einen Daumen da. Oder auch ein Abo. Würde mich freuen. Tschüss.